Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Company of Heroes 2 Podcast. Diesmal allerdings wirklich mit einem Profi-Replay. Das weiß ich auch schon vorher, ohne es mir angesehen zu haben. Da das letzte Mal ja so in die Hose gegangen ist, da ich erst dachte, oh, super, das sieht ja so richtig toll aus mit den hochleveligen Typen. Dass das so ein Profi-Replay sein könnte, das war ja ein kritischer Fehlschlag. Aber diesmal habe ich hier ein Replay gefunden von Symbiosis, oder Symbiosis, wie es auch immer ausgesprochen wird. Und das ist jemand, den habe ich schon öfter in Replays gesehen, der scheint auch öfter an Turnieren teilgenommen zu haben und auch vielleicht ab und zu sogar mal gewonnen zu haben. Also er ist mir bekannt als verdammt guter Spieler. Ich glaube, ich habe selbst schon mal gegen ihn gespielt und bin gnadenlos untergegangen. Und hier haben wir jetzt eben RSII Symbiosis gegen Pawn Age Machine. Und ich glaube, Pawn Age Machine kenne ich auch schon irgendwoher. Also, ich glaube, da können wir uns jetzt auch was gefasst machen. Sind auch beide ziemlich gleich vom Level her. Wobei Pawn Age Machine sich anscheinend sehr stark auf Rekruteninfanteristen setzt und eben Symbiosis auf die Panzergrenadiere, grundsätzlich Infanterie und MG Zielgenauigkeit, glaube ich, ist das, wenn es so ein Kreis mit Pfeilen nach innen ist. Okay, Cholotny bedeutet im Russischen etwa die Kälte. Mehrere Dörfer in Russland und der Ukraine sind nach Variationen dieses Begriffs benannt und die Kämpfe in den Sommermonaten in dieser Region dienen nur als Erinnerung daran, dass der Winter schon bald wieder folgen wird. Kontrollieren Sie das Schlachtfeld, indem Sie die Sicht entlang der Straßen frei halten. Achten Sie auf groß angelegte Angriffsmanöver über die Flanken, während Sie sich darauf konzentrieren, Treibstoff- und Munitionsressourcen einzunehmen. Das hier ist ein Siegmarkenspiel und da geht's auch los. Wir gucken jetzt auf Seiten von Symbiosis zu. Wenn das hier jetzt kein Profi-Replay wird, dann hacke ich mir selbst den Kopf ab. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Wir haben es gebaut! Ja, um nochmal zum Upload zu kommen, also zum Upload von Videos. Das hat sich jetzt noch ein bisschen erschwert, weil ich habe jetzt... Also ich lese jetzt mal kurz meinen Stundenplan hier vor. Ich habe jetzt montags 8 Stunden Schule, dienstags 8 Stunden Schule, Mittwoch 6, Donnerstag 6, Freitag 6. Und außerdem habe ich montags immer noch Bogenschießen. Heißt, ich muss da einfach mal gucken, wann ich da Zeit habe. Das wird sehr schwierig. Aber ansonsten werde ich versuchen, so gut wie möglich ein Video pro Tag weiterhin beizubehalten. Ich werde mein Bestes geben dafür. So, ja. Jetzt zurück zum Spiel. Symbiosis hat sich jetzt einen Grenadiertrupp und ein MG geholt. Das MG müsste eigentlich gleich kommen. Das ist hier in Arbeit. Hier oben rechts, für die, die es noch nicht bemerkt haben. Da ist es auch schon. Der Pionier soll hier um die Munition erobern. Der Grenadier hier diesen Punkt. So. Wie geht's weiter? Der Pionier soll jetzt anscheinend hier entgegen der Feinde wirken. Da oben war der Rekrutentrupp zu sehen. Der soll jetzt da entgegenwirken. So gut wie möglich verhindern ein weiteres Vorrücken des Feindes. Oder jetzt einfach nur kurz aufdecken. Ah, okay. Zieht er den jetzt ins Gebäude zurück, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und hier ist schon der Grenadier. Okay. Ja, der Russe möchte gleich die Siegmarke erobern. Das sieht man hier auf der Karte. Da fängt an, das Gebiet hier rot zu blinken. Der Symbiosis möchte jetzt vermutlich erstmal hier diesen Punkt hier zu Ende erobern. Und dann mit seinem Pionier und dem Grenadier da oben hochgehen. Ah, da ist der Rekrutentrupp. Der Pionier bleibt drin. Und da ist noch ein Grenadier jetzt gekommen. Hm. Was macht er denn? Ah, okay, der will den Rückzugsweg abschneiden und gleichzeitig noch den Punkt hier abschneiden. Und somit wie Pawn Age Machine ebenfalls abschneiden von allen. Oh, jetzt trifft er aufs MG. Ganz böse. Ganz doof, ganz doof. Ja, die St
stellen sich gar nicht mal so schlecht an, beide. Symbiosis steckt sofort seine Leute ins Gebäude. Dasselbe versucht anscheinend Pawn Age jetzt auch, oder? Ja. Sieht so aus, als hätte er es jetzt auch getan. Oder? Nee, das Gebäude kann man gar nicht besetzen. So, hier haben wir ein nettes kleines Kämpfchen. Hier ebenfalls. Da ist das MG allerdings. Das macht es den Russen besonders schwierig. Und da vorne steht gleich noch ein Grenadiertrupp. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer gewinnen wird. Hier, warum denn Russen? Und da kommt schon das zweite MG. Damit hat er zwei Grenadiere, ein Pionier und zwei weitere MGs. So. Jetzt holt er sich endlich auch mal eine Siegmarke. Und mal schweben die immer noch. Nee, das Wrack schwebt nicht. Es gibt nämlich auf einer Karte, da gibt es schwebende Panzerwracks. Sieht sehr interessant aus. So. Ah, der Russe hat jetzt allerdings zwei Siegmarken. Das ist nicht besonders gut für Symbiosis, weil jetzt eben seine Punkte sinken. Das MG hat er jetzt kurz abgebaut, aber jetzt ist der Grenadier mit einem MG42 ausgerüstet. Aber da kommt der Russe, der will... Da, so rennt er denn dran. Wo will der denn hin? Der kommt da nicht mehr weit. Der will vielleicht irgendwo hier rein und dann da hochlaufen. Okay, hier hat er jetzt einen MG42 im Haus versteckt. Da kommt aber der Molotow-Cocktail. Jetzt muss er sich da ganz schnell raus zurückziehen, nicht, dass das Haus Feuer fängt. Das wäre ganz doof. Und da haben wir jetzt den Rekruten-Infanterietrupp wieder gefunden. Ja, das muss ich komplett zurückziehen, das MG. Das sieht nicht besonders gut für Symbiosis aus von der Kampfkraft auf dem Feld her. Aber mit der Map Control läuft es eigentlich ganz gut. Hier hat er. Moment, gucken wir mal hier. Hier, dieser Punkt hier gehört Symbiosis. Damit hat er dem Russen hier das komplette Gebiet abgeschnitten. Wenn der Russe da irgendwo Punkte drin hat, von denen kriegt er jetzt keine Rohstoffe mehr. Symbiosis schneidet ihm hier systematisch alle Punkte ab. Wenn er jetzt noch den Punkt und den Punkt einnimmt, dann hat er dem alles genommen. Und gleichzeitig ist er klug genug, seine Truppen noch am Leben zu erhalten. Weil ein neuer Trupp kostet mehr als, ja, als es aufzufrischen. Und da kommt der Scharfschütze. Wenn doch dort eine Stimme hätte, dann würde er wie ein deutsches MG klingen. Der Ivan ist da! Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Oh, das Gebäude steht von zwei Seiten unter Beschuss. Das ist nicht besonders gut für die Deutschen. Für die Russen. Entschuldigung. Und die Rekruteninfanteristen können zwar sehr gut aus der Deckung herauskämpfen, aber wenn sie von zwei Seiten unter Beschuss stehen, ist das nicht besonders nicht sehr gesund. Und hier geht Symbiosis mit seinem Grenadier natürlich sofort ins Gebäude und ist damit dem Rekrutentrupp deutlich hier überlegen, auch wenn der aus der Deckung kämpfen kann. Die Deutschen können einfach besser zielen, also sind besser ausgebildet in diesem Fall. Und hier hocken die Russen immer noch im Gebäude fest und werden von beiden Seiten beschossen. Aha, dann werden die Russen jetzt auch mal zum Rückzug gezwungen. Jetzt scheinen sich langsam das Blatt zu wenden. Vor allem ist auch jetzt der Scharfschütze hier erschienen. Der wird jetzt hier vermutlich einen rausschießen. Ah, daneben! 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 Und da hauen sie jetzt endlich ab. Der hat den Scharfschützenschuss vermutlich gehört oder gesehen. Und zieht jetzt infolgedessen seine Einheit zurück. Während Symbiosis jetzt hier hochgeht, um die Siegmarke zu erobern, mit dem MG und so damit auch gleich zu sichern. Der Scharfschütze bleibt jetzt hier zurück, um den Punkt einzunehmen, während der Grenadier hier oben mal hin absichert. Der Ivan schießt auf uns! Ach, der Scharfschütze war das gerade. Was hatten Symbiosis für Generäle? Befestigte Panzerung, Speerspitzen und Sturmunterstützung. Ah, eine gute alte Pack 40.
Nee, die Pak 40 ist einfach eins der besten Panzerabwehrgeschütze zu dieser Zeit. Und jetzt wird hier die Straße abgesichert gegen russische Vorstöße. Das Vaterland ist gewachsen. Ja, zieh sie ruhig zurück. Jetzt hat Symbiosis hier zwei Siegmarken und einen etwas größeren Teil der Map unter seiner Kontrolle als der Russe. Also Porn... Was hieß er? Porn Age Machine. Ich kann mir diesen Namen... Oh, nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut für die Deutschen. Ein Pionier, ein Rekruteninfanterietrupp und ein Mörsertrupp. Alles auf einmal. Und hier oben hockt auch noch das MG. Wenn der Russe jetzt versucht hinterher zu kommen, wird er von einem MG erwischt und gleichzeitig noch vom Scharfschützen die ganze Zeit unter Beschuss genommen. Den er jetzt ganz gut als Scout benutzt. Mein Scharfschützen so eine... Oh, was hat er denn da getroffen? Wieso ploppt hier schon wieder... Ist hier gerade so eine 40 aufgeploppt? Das Vaterland ist gewachsen! Und, komm schon. Und da ist wieder ein Mann weg. Dann hat er jetzt aber vermutlich gesehen, diesen Schuss, und jetzt versucht er da hinterher zu kommen, um den Scharfschützen zu erwischen, weil Scharfschützen halten nicht besonders viel aus. Und noch ein Treffer. Ja, jetzt nach diesem Vorstoß, den Symbiosis da gestartet hatte, kehrt sich jetzt das Ganze wieder um, indem die Russen da jetzt wieder zurückkommen. Also ich jetzt hier zum Beispiel an der Stelle gegen das MG-42 wieder zurückziehen müssen. So, was macht denn der Scharfschütze? Ich nenne ihn einfach mal Herr König. Und noch ein Kill. Damit hat er schon 8. Jetzt solltest du dich zurückziehen, ganz schnell. Wer hat seine Panzerschrecks? Etwa Panzergrenadiere? Grenadiertrupp steht unter Beschuss! Ja, das ist das Sonderkfz 251. Und hier ist ein Panzergrenadier. Ah, die Pak 40 hat sich nicht gerade gelohnt. Aber der T-70 musste sich zwar zurückziehen, aber die Pak hat es nicht ganz so gebracht. Jetzt wird er vermutlich hier eher von rechts kommen oder so, um die Pak zu flankieren. Aber gegen die Panzergrenadiere wird er jetzt Probleme bekommen. Man kann ihn hören. Da bestimmt irgendwo. Ah ne, falsch, das ist das Sonderkfz 251. Entschuldigung. Ja, mittlerweile haben die Russen wieder 2 Punkte. Was haben wir denn hier oben? Ah, den Kampf wird der Deutsche auf jeden Fall gewinnen. Sein Trupp ist mit MG-42 ausgerüstet. Die Russen greifen an. Oh, fuck. Schönes Fleckchen Erde. Ah ja, okay, da wäre es eine Divisionsfeldkanone gekommen. Also an seiner Stelle hätte ich eigentlich noch nicht zurückgezogen, aber sobald ich die Divisionsfeldkanone gesehen hätte, hätte ich mich sofort zurückgezogen. Aber da hatte er schon irgendwie entweder ein gutes Gefühl, ein ungutes Gefühl oder so. Naja, also, das war jetzt die erste Folge des jetzt schon eindeutig Profi-Replays, weil das verdammt gut gespielt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.